Hey, schön, dass du wieder dabei bist. Da das letzte Drumsim-Video relativ kurz war, weil da ständig das am Schluss abgestürzt hat, versuche ich es jetzt mit diesem Video. Allerdings ist es jetzt auch schon die 25. Aufnahme. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Das ist Drumsim-Szenario Weichenstörung. Ich werde es auf zwei, drei Teile aufteilen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr auch lieber wollt, dass statt 45 Minuten lieber 15 Minuten oder sowas die Videos ungefähr diese Länge haben. Bitte gebt mir da Feedback, das wäre super lieb von euch. Dankeschön. So, jetzt können wir losfahren. Ja, die Anzeige spinnt jetzt auch wieder. Da zeigt jetzt nicht die Pünktchen zum Losfahren, sondern. Jo, eine 7. Naja, wurscht, wir fahren jetzt los. Da steigt nur einer schnell ein. Aber jetzt können wir losfahren. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Und dann schauen wir mal, dass das jetzt alles funktioniert. Und auch die richtigen Haltestellen angesagt werden. Aber es scheint jetzt gerade gut auszuschauen, weil das Problem hatte ich in den vorherigen Aufnahmen, dass leider die falschen Haltestellen angesagt worden sind und so weiter und so fort. Windenstraße. Dann schauen wir doch einmal, ob das jetzt hinhaut alles. Ja, es ruckelt schon wieder hier und da. Södele. Und einmal einsteigen, bitte. Dann starten wir mal. Und weiter geht's. Sadler, jawohl. Poststraße. Bitte seien Sie achtsam. Andere brauchen ihren Sitzplatz vielleicht notwendiger. Ich weiß jetzt auch nicht, ich höre die Ansagen immer nur im rechten, in der rechten Ohrmuschel vom Headset. Ich hoffe, das ist aber am Fernseher bzw. am PC dann nicht so. Mal schauen. Lass mal einsteigen. Ja, teilweise ist es recht laut, aber ich hoffe, das passt so. Ich denke mal, das liegt am Headset und wird dann am PC bei euch nicht so laut sein. Hoffe ich zumindest mal. Ich weiß gar nicht, wie schnell ich gerade fahren darf, aber naja. Davidgasse. Umsteigen zu 7A. Na, Vorsicht.
Und einmal hier. So, andere Ansicht. Ja, ich glaube, das kann man nicht besser machen, oder? Nee. Lass mal einsteigen. So, wir dürfen leider noch nicht fahren. Zettler dürfen wir. So, bitte steh bleiben. Und dann schauen wir mal. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass es jetzt halt gerade relativ gut läuft und ich hoffe, das bleibt jetzt auch so. Schauen wir mal. Umsteigen zu 6 in Richtung Geiereckstraße. Ja, hier und da zickt's halt leider immer wieder, aber naja. So ist es halt jetzt wohl oder übel. So. Na komm. Einmal einsteigen, bitte. Hoffe ich jetzt, dass das jetzt funktioniert, dass es nicht wieder abbricht. So, bitte stehen bleiben. Hallo? Ich habe Vorrang. Also sowas. Unmöglich. So, bitte nicht abbrechen, liebes Spiel. Matzleinsdorfer Platz. Umsteigen zu 6. 18 in Richtung Burgklasse, Stadthalle 62 in Richtung Leins 14a, Badener Bahn nach Baden. Wunderbar, jetzt hat es gerade schon mal nicht abgebrochen, da freue ich mich ja schon mal sehr drüber. Södele. So, dann lassen wir die Fahrgäste einsteigen. Jawohl, das war jetzt der erste Teil. Ich warte kurz, bis das Piepsen aufhört. So, jetzt hat das Piepsen aufgehört. Das war der erste Teil. Jetzt hat ich nehme den zweiten und dritten auf. Und also es werden wahrscheinlich 2 oder 3 Teile werden. Ich hoffe, bis dahin hat es euch gefallen und ich hoffe, dass ich den Rest auch ohne Probleme aufgenommen bekomme. Wünsche euch einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende bzw. bis Sonntag. Tschüss.